Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Mike war Face the Beast, Infinity Evolved, Expert Mode, Skyblock. So, wir haben heute noch einiges vor, und zwar die letzten Schritte. Wir wollten noch den Molecular Transformer fertig machen. Da brauchen wir die Advanced RE Batteries für den HV Transformer. Electronic Circuits, ich habe ein bisschen Rubber wieder vorbereitet. Das müssen wir auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. So, genau. So, wir sind jetzt bei den letzten drei Folgen angekommen, die ich noch vorproduziert habe und nachsynchronisieren muss. Und ja, es kam jetzt eine längere Zeit lang kein Infinity mehr. Einfach, weil ich nicht wirklich dazu gekommen bin. Komm, wir machen einfach mal so ein paar Plates auf Vorrat. Einmal haben wir ja so gut wie gar nicht mehr. Aber ich kann euch schon mal anteasern, würde ich es nennen. Es geht mit der Infinity Evolve auf jeden Fall weiter. Ich will das Projekt nicht fallen lassen. Einmal so. Circuits da und Batterie da. Nee, ich will das Projekt auf jeden Fall nicht fallen lassen. Einfach schon deswegen, weil mir das so super gefällt und ich jetzt auch mal die Infinity Sachen craften möchte. Was fehlt uns da jetzt? Machen wir einmal auf Extruding. Das reicht schon. So, ich bin gerade eben auch erst aufgestanden. Habe ja noch mein Käffchen neben mir. Einmal Prösterchen, ne? So, das hat gut. Generell habe ich gesagt, komm. Ich wollte eigentlich jetzt vorproduzieren, bevor das neue Jahr anfängt. Bin ich nicht wirklich so gekommen. Es war auf jeden Fall erstmal alles stressig geworden. So, dann war ich am Schauen. Okay, was mache ich, wie mache ich jetzt weiter? Shattered World startet jetzt bald. Und da hatte Baker mich ja schon mal angeschrieben gehabt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Ja, was passiert? Ich war dabei. Weil welch ein Wunder, hurra, hurra, hurra. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Rubber. Müssen wir mal kurz das Holz dann rausnehmen, damit er auch weitergeht. Also Holz haben wir auf jeden Fall genug. So. Oh, vielleicht sollte ich hier... Ups. Ich hatte jetzt eigentlich nur gedacht, ja komm, mach kurz den Browser leise. Ah, was jetzt leise? Ich habe jetzt einfach nur da gerade mir einen Stream angemacht. WhatsApp habe ich da gerade schon mal verbunden, also WhatsApp-Web. Sollte keine Meldung kommen, naja. Baker startet, ist jetzt mal gerade was am Testen hier über Discord mit dem, mit einem Projekt. Da weiß ich gar nicht, da halte ich mir über die Klappe drüber. Ja, auf jeden Fall. Dann hatte Shattered World angefangen. Baker hatte mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Bevor es kommt, hast du nicht angefragt? Nein, Baker hatte mich vor... Boah, wann war das? Es war auf jeden Fall lange, lange her. Ich glaube, das sind locker 6-7 Monate. Ja, da seht ihr, wie lange so ein Projekt schon vorbereitet wird. Okay, mein Lieblingsrezept wieder. Ich liebe es immer noch. Boah, ich bin froh, wenn wir das nicht automatisiert haben. Plutonium haben wir auch schon einiges, habt ihr ja gerade gesehen. So, 4 Stück. Das wird nicht reichen, das sehe ich schon. Hallo? Du hattest das Rezept schon. Genau. Energiekristall. So, jetzt haben wir 2 Laportron-Kristall. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen für die EV-Transformer noch 2 Advanced Circuits. Also man könnte meinen, ich liebe dieses Rezept. Wäre glatt gelogen. Jetzt merkt, ich finde in diesem Projekt sind die Advanced Circuits das widerlichste, was du craften musst. Komm, warte einfach doch gerade auf deine Robert. Ja, Shattered World ist ja jetzt auch schon gut am Laufen. Und ich habe ja schon mitbekommen, ja, so 1-2 Leuten gefällt das Projekt. Ich habe ja jetzt auch die
100 Abonnenten geknackt, also. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wo kommt ihr alle her? Aus welchen Löchern hat man euch schon ausgegraben? Nee, finde ich aber richtig super von euch, richtig knorke. Sauber. Und dann kann ich ja eigentlich jetzt auch schon mal hier was ankündigen, das werde ich auch noch in ein paar anderen Projekten ankündigen. Ihr kennt ja, also die älteren Zuschauer von mir kennen ja das alte leidige Thema, mein wundervolles Internet, ne? So. Dieses Thema hat sich bald erledigt. Es ist geschehen, wir haben es gebucht, ich krieg eine 200, nee, jetzt war ich gerade irgendwie auf die Zahl da fixiert. Ich bekomme eine 100k-Leitung. Ich freue mir richtig. So, jetzt fehlt noch. Oh Gott. Auf jeden Fall. Ab dem 23.05. war das. Also dauert noch ein bisschen. Aber es geht voran. Habe ich meine 100k-Leitung. Das heißt, ab dann wird auch mal angefangen zu streamen. Und dann wird es auch weitergehen mit solchen Projekten wie Final Fantasy 12. Was habe ich jetzt gerade alles mit den Zahlen? So komische Zahlendreher. Final Fantasy 10 geht dann weiter, also HD Remastered. Das ist ja schon komplett fertig aufgenommen. Bloß das Problem ist, ich brauche irgendwie momentan für eine Folge knapp 9 Stunden. Und da sage ich ganz ehrlich, ne. So, Molecular Transformer haben wir. Den schießen wir auch direkt hinten an, würde ich sagen. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal Glowstone mit. Genau, ein Stack. Wer nicht weiß, wofür der Molecular Transformer ist, das seht ihr jetzt sofort. Der Molecular Transformer wandelt Glowstone das und Glowstone um in Solarium. Ein Element, das... Ja, es ist schon wichtig. Drücken wir es so aus. So. Hier seht ihr das einmal, so ein Nariuk Solarium. Wir brauchen hier diese Platten, damit wir Enriched Sonarium machen und Sonarium Alloy. Mit dem Sonarium Alloy und Enriched Alloy können wir die Certus Quartz Wrench machen. Wir sind kurz davor. Wird aber auch gebraucht für die Quantum Solar Panels. Ja, es ist widerlich, aber es muss gemacht werden. So. Ja, dann geht das hier noch weiter. Das kann weg, das kann weg. Könnten wir auch eigentlich mal ein paar Zusatzherzen machen. Ganz ehrlich gesagt, hier, der Solar Distiller, den machen wir auch gerade nicht mehr wirklich. Vielleicht baue ich das irgendwann nochmal auf. Irgendwie automatisiert mit dem ME-System. Also, dass das rausgezogen wird. Ja, jetzt kommt wieder Platzmangel. Wir haben jetzt bald ein ordentliches ME-System. Ja. Gut, aber ich würde sagen, hoppala, ei. Nutzen wir mal ein bisschen Erfahrung. Wir nehmen mal ganz kurz hier die Wrench. Hoffentlich reicht die noch. Ansonsten machen wir aber gerade eine neue. Wir haben noch Bronze da. Siegse Bronze. So und so und so. Voila. Könnte ich mir eigentlich auch mal die, wie heißt sie nicht, die Advanced, die Electric Wrench machen. So, alle 8 Stück haben wir. So, ja, jetzt haben wir wieder Platzprobleme. Das können wir mal wegtun. Weißt du, wo wir was? Wo wir die gerade dabei haben, weißt du noch, glaube ich, das gleich mal machen. Das hast du super gemacht. Wir machen jetzt heute mal eine Runde bauen. Und zwar, wir fangen jetzt mal an mit, es ist soweit, ja, es passiert wirklich. Wir machen eine Baumfarm, eine Rubberfarm. Jetzt geht mir einfach nur noch auf die Eier. Es ist, glaube ich, besser. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt 7-mal in der Folge rumkringeln bin, bla bla bla, ich habe keine mehr. Stimmt, die Autoschüssel gibt's ja. Ist vielleicht eine Überlegung wert. So, was sind meine Pläne so nach Infinity Evolved?
Ich habe mir überlegt, allzu viele Minecraft-Modpacks möchte ich jetzt nicht mehr machen. Also so gesehen mit ohne die aktuellen, also ohne Shattered World, würde ich noch 2 Modpacks machen. Ich möchte mal mich so ein bisschen von dem Minecraft-Type lösen erstmal. Also klar, es wird auch später irgendwann noch weiter Minecraft kommen, so ist es nicht, aber momentan sehe ich da Minecraft so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich möchte mich dann auch erstmal so auf ein paar andere Spiele fixieren, so nicht Minecraft-Spiele. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Es wird aber auf jeden Fall noch Minecraft geben. So ist es nicht. So, ich habe da noch so ein paar Spiele auf meiner Liste. Dark Souls wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Muss ich mal schauen, ob mir da nicht die Eier irgendwann platzen. Was haben wir denn noch so? Final Fantasy 13 könnten wir nochmal machen. Ich mache jetzt mal gerade gekonnt meine Steam-Liste auf. Du, 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 du. Bibliothek, was haben wir denn hier alles? Ah ja, der AirPod-Simulator. Ja, okay. Binding of Isaac könnte man vielleicht mal wirklich was richtig machen. Deponia muss ja nicht so sein. Haben wir ja schon durch. Borderlands 2 habe ich hier. Würde ich mir sogar erst vorher noch Borderlands 1 gönnen und mal spielen. Habe ich gehört, dass das ziemlich gut sein soll. Zelda Scrolls 5 Skyrim können wir mal zocken. Fallout 3, je nachdem, wenn ich dann einen besseren PC habe, Fallout 4. Vielleicht einmal so ein paar Runden TTT, da würde ich mal irgendwie so meine Truppe hier anbringen und so weiter. Was haben wir denn hier noch so? Oh, Lego Harry Potter habe ich hier und so was. Ja, gut. Minecraft Story Mode könnten wir vielleicht mal machen. Payday war nicht so wirklich meins. Was haben wir denn noch so? Saints Row 2 und Saints Row the Third. Ja, da könnte ich schon einen dabei. South Park, The Stick of Truth, auch dabei. Civilization 5. Ja. Terraria würde ich auch mal überlegen. Aber wenn ich Terraria dann Let's Player, dann nicht im Expert Mode, das habe ich. Das würde ich momentan mal dann versuchen und das ist einfach nur übertrieben. Wenn er schön im Normal. Alles gechillt. Recht entspannt so, ne? So, jetzt möchte ich mal was Kaffee trinken, sonst penne ich hier gleich wieder ein. So, auf jeden Fall, wir machen jetzt mal hier weiter. Wir sind dabei, Harvester und Planter zu craften. Moment, wieso kriege ich hier Wool of the Bed? Geh mal da rein. Wow, 2 Enderman-Seelen. Ja, die sind ja super dabei. Ja, wir müssen dann mal schauen, dass wir da dann ordentlich Spawner kommen. Das wird nämlich ganz, ganz schwierig. Das habe ich mir mal überlegt. Ich habe eine To-Do-Liste gemacht und auch geschaut, wie wir so weiterkommen. Wir werden an Spawner kommen können. So ist es nicht. Nur wie ist richtig widerlich. Und zwar kommen wir an Spawner, wenn wir über Witchery in die Spirit World gehen. Das wird auf jeden Fall. Opala, das wird auf jeden Fall lustig. Das Problem ist, du kannst da auch richtig schön viel falsch machen. Ja. Ja, hier meine Zollzernanlage ist auch schon super dabei. Hier ist jetzt auch schon super aufgefüllt, ne? Das lässt sich auch schon alles auffüllen. Da werde ich aber auch nochmal später dann anfangen, mit dem ME-System alles anzuschließen, dass wir auch übers ME drauf zugreifen können. Allein schon wegen den Pilzen. Hoppala. Was war das denn jetzt? Oh, ich glaube, da bin ich einfach mal auf die Zähnewechseln-Taste gekommen. Ne, ich hatte F11 gedrückt, genau. Ich wollte voll. Habe aus Versehen Vollbild gemacht. So. Wie sieht das hier aus? Ja, super. Es kommt schon super was drin. So bustert. Turn the Magnet out off. So ein Magnet könnte man eigentlich auch mal craften, ne? So, 17 Tin Gears. 8 Basic Circuits. Ja, gefällt mir. Ja, hier habe ich auch eine Shiny Scythe gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die da gemacht hatte oder schon vorher. Einfach, wenn wir mal Slimes farmen müssen.
Weil das müsste vielleicht auch nochmal fürs machen, fürs Galgadorian Metal. Aber wenn wir das haben, ich würde sagen, später machen wir da einfach mal so schöne, sagen wir schnell, eine kleine Farm unten, dass die in die Spikes reinkommen. Irgendwie per Power. Ne, nicht per Power Spawner, Autospawner ist halt, glaube ich, besser. Muss ich nur schon, wie man. Ja gut, Mobs sind nicht so wirklich schwierig. Da kann man eine kleine Farm machen. Erfahrung haben wir jetzt genug. Da kann man irgendwie noch was. Per. Irgendwie so per XP-Schauer und sowas weitermachen. Aber die Monsterfarm müssen wir auch irgendwann mal umbauen. Das geht noch tausendmal effizienter. Also ich bin ehrlich, die Spikes, die sind super. Da habe ich schon gesagt, okay, sehe ich ein. Besser als ein Grinder. Na, Robby? Ja, gerade kam Hundi rein. Hat gemerkt, da ist ja doch einer da. So, wir brauchen ein bisschen Steel, beziehungsweise Dark Steel. Für einen Harvester. Ja. Und ein bisschen was für einen Planter. Also so. So. Wir brauchen dann zwei Silicon. Okay, Moment, ich muss mal kurz ein bisschen triggern. Wir brauchen zwei Silikon. Ich finde es einfach so genial, wie man sich darüber aufregen kann. Ich meine, klar, es ist so richtig, aber ich habe einfach nur mehrmals schon gedacht, als ich gehört habe, das ist kein Silikon, das ist Silizium. Oder wir sagen es richtig, wenigstens Silicon. Ich sage aber dazu Silikon. Das ist genauso gut. Genauso gut, wenn man sagen würde, Nether oder Nether. Die einen sagen Nether, die anderen sagen Nether. Herzlichen Glückwunsch. Also manchmal ist das Rumgewinde wegen so echt groß. Oder genauso gut, wenn man sagt 11. Oder dann irgendwie. Ja, gutes Beispiel. Oh, das letzte Szenario ist schon fertig. Ich war ja jetzt vor ein paar Wochen, ja, vor 3 Wochen circa, war ich ja in Lörrach bei Freunden. Und wir sind dann einfach nur zur Burger King gefahren. Die kam, hatten uns halt jeder was geholt. Ich hatte gut was Hunger gehabt, da habe ich gesagt, ja komm, hier, das und das, das. Was das letzte Mal, als ich bei Burger King war. Und dann. Klar, wenn ja. Nee, dann kam einfach nur die Verkäuferin da, die Kassiererin an. Das macht dann bitte 11 Euro. Ja, ist so rausgesucht und 11 Euro. So, ich natürlich mit meinem Kölscher Akzent. 11? Und die anderen schauen mich an. Was hat der gerade gesagt? Und ich bin da so, was ist denn jetzt kaputt? Und die, so, wir sitzen nur im Auto zurück und die sagen nur, wieso hast du 11 gesagt? Hä? Ich habe 11 gesagt. Bist du bescheuert? Nein, du hast 11 gesagt. Ja, 11. Hä? Ja, na, versuche erstmal natürlich den da unten, den. Hier bitte mal schnell Feinde machen. Die sagt das mal unten den Eierköpfen, ne? Oh, da habe ich noch gar keine Verbindung angebaut. Gut zu wissen, das machen wir jetzt gleich mal schnell. Machen wir das über Nonotransfer oder. Ne, weißt du was? Dann machen wir anders. Dann machen wir einfach jetzt schnell über zwei Capacitor und Faden. Hier die MV-Wire und die MV-Wire-Coil. Ja, aber ich muss sagen, Lörrach war echt eine super Zeit, hat echt Bock gemacht. Habe ich das eigentlich schon darüber erzählt in dieser Zeit? Ich weiß es gar nicht richtig. Ja. Ansonsten. Im Notfall erzählt jetzt einfach so ein bisschen. Ja gut, komm, super, das reicht super aus. Nee, wir waren ja da. Also hier meine Truppe hier aus Köln und ich. Wir sind da runtergefahren, haben ein paar Freunde besucht, die im Sommer bei uns waren. Ist bei uns immer so ein schöner Rhythmus. Im Sommer kommen die rauf, einfach schon, weil da einer von uns Geburtstag hat. Ist das immer schön passend. Und wir fahren dann immer so gegen Silvester rauf. Haben wir es dieses Jahr das erste Mal so probiert. Hat super geklappt, hat richtig Bock gemacht. Passend war auch schön, dass sie gerade zu dem Zeitpunkt umgezogen sind.
Schöne war? Okay. Die Eltern kommen nur an. Wir haben jetzt hier gerade 9 Leute, die aus Köln raufkommen. Was machen wir? Wir sind gerade im Umzug. Ja, komm die Schöne erstmal an. Ihr könnt hier gerne übernachten, ihr könnt hier gerne Party machen. Wäre nur schön, wenn ihr uns so ein bisschen helfen würdet beim Umzug. Ja, wir nur so, ja klar, kein Thema. Wenn wir schon hier übernachten dürfen und so weiter, helfen doch gerne. Ja. Dann sind wir mit 3 Transportern losgefahren und haben am einen Tag alles rübergeholt. Ey, die Eltern waren so baff, das glaubst du nicht. Die waren wirklich so extrem baff, dass das so schnell von dann ging. Die waren, weil vorher waren nur die Freunde von den beiden Brüdern, wo wir gepennt haben. Also wir haben bei 2 Brüdern gepennt. Ja. Die Freunde von denen waren so scheiße faul. Und dann kommen wir an, die ja wirklich an einem Tag innerhalb von 2 Stunden die Wohnung leer räumen. Ende. Zack, zack, weiter geht das. Aber ich muss sagen, wir haben ein richtig schönes Haus erwischt. So eine schöne. Also ich wohne in so einer. In einem Mehrfamilienhaus. So ein 6-Parteien-Haus. So, die haben so ein 3-Parteien-Haus. Ganz für sich alleine. Das Schöne ist jetzt, im Erdgeschoss ist eine Wohnung, da wohnen noch Mieter, die ziehen aber jetzt im März da aus. Erster Stock wohnen schön die Eltern, schön mit Hund und Opa, alles schön. Zwei und dann der dritte Stock, der zweite Stock, da wohnen schön die Brüder, haben eine eigene Küche, eigenes Badezimmer, jeder hat sein eigenes Zimmer, eigenes Wohnzimmer, eigener Balkon. Und dann kannst du so gesehen noch auf den Dachboden gehen. Ich weiß nicht, Dachboden war cool, wollte aber irgendwie keiner von uns hochgehen. Alleine schon ich nicht, weil ich da, naja, der ist einen guten Meter hoch. So, und einige wissen es ja vielleicht, ich bin so ein bisschen größer. Ich bin nicht hier so aus Hobbithausen wie das Streetdigger. Oh, ich merke jetzt schon wieder die Kommentare. Hobbithausen, ich gehe dir gleich mal Hobbithausen. Ja, auf jeden Fall. Hat man den ersten Tag mal da oben hingechillt, ein bisschen Karten gespielt, so ein bisschen Mau Mau und sowas. Arschloch haben wir gespielt. Ja. Dann, was haben wir noch gemacht? Hatten uns an einem Tag noch was Pizza bestellt. Hatten irgendwie so einen Filmemarathon gemacht. Was hat man noch gemacht? Ja, Silvester war Absturz des Todes. Wir waren auf jeden Fall vorher erst einmal schön alle einkaufen gewesen. Mit 3 Autos, okay. Weil wir wollen heute Abend ein bisschen was Alkohol haben. Das Schöne ist dann, insgesamt 12 Leute fahren zu verschiedenen Orten einkaufen. Alle denken, naja, komm, wir holen uns dann ein bisschen was Alkohol für heute Abend. Wisst ihr, was das Schöne war? Alle haben dann irgendwie für alle geholt. Und wir hatten irgendwie so einen ganzen Kühlschrank voller Alkohol. Das war Katastrophe. Also die Absprache hat perfekt geklappt. So, dann kam noch Monsieur Dosch vorbei, der dann schön aus Köln ein bisschen sehr hochprozentigen mitbekommen hatte. Ich war nämlich noch beim Freund. Oh, nein, oh nein. Ich will nicht abgetrieben werden. Ich will kein Abtriebkind. Ich will da bleiben. Ja, ein guter Freund von mir, dem seine Eltern sind Polen. Und der wollte eigentlich mitkommen, hat aber kein Frei bekommen. So. Und da haben die Eltern dann, weil ich mich noch von dem verabschieden war, haben die Eltern gesagt, komm, hier hast du noch eine Flasche, macht euch einen schönen. Was Schönes. So, das Schöne war, die Flasche war verpackt. Ich denke mir dann nur so, ja gut, mach dann schön unten auf. Silvester die Flasche ausgepackt, ich schau da so drauf. 96%! Die haben mir einfach einen 96%igen Alkohol gegeben. Der hieß schon Spiritus. Ich denke mir nur so, okay. Alles klar, war schön mit dir, Leber. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung bitte. Ich bin gerade eben erstmal aufgestanden, habe ich ja eben schon erzählt und bin noch ein bisschen müde. Nee, dann haben wir an Silvester den
oder schon eher ein Neujahr, haben wir mal den Spiritus da probiert. Wäre jeder so einen ganz, ganz kleinen Hauch rein und irgendwie so ein Hektoliter Wasser vermischt. Das hat scheußlich geschmeckt. Nicht so, weil es verwässert war, einfach weil es auch so extrem widerlich nach Alkohol geschmeckt hatte. So, wir dann natürlich am Schauen, was macht man jetzt damit? Ich sag nur so, weißt du was? Ich schaue jetzt mal im Internet nach, wie der zubereitet wird. Also, ich weiß, wieso Wasser. Ja, war dann am Internet mal am Nachschauen. Im Internet mal am Nachschauen, wie man den zubereitet. Und ich sehe dann nur so, ach so, der wird verbrannt. Also, wir waren uns dann bei der Mutter unten was Zitronensaft holen. Und dann hatten wir den da reingetan. Also Zitronensaft. Ein bisschen von dem Wodka. Oder Spiritus. Und der wurde dann angezündet. Danach hat er so ein super Aroma gehabt. Der hat super geschmeckt. Bin ich ehrlich. So, jetzt müssen wir nur noch hier schauen. Wir bräuchten eigentlich zwei Whetstone-Furnisse. Whetstone-Fronate. Einfach einmal, um das Rubber-Dreck zu schmelzen und einmal, um das Holz zu Charcoal zu machen. Und wir bräuchten drei Kegs. Eine für Holz, eine für Charcoal, eine für Rubber. Vielleicht, nee, vier. Eine für Sippings noch. Das Raw Rubber könnte man vielleicht auch nochmal abspeichern, bin ich mir nicht sicher.